Wir sind ein Markt im Münchner Speckgürtel, haben ein tolles, ausgewogenes Publikum. Die klassische Hausfrau ist hier tatsächlich noch die klassische Hausfrau, kocht selber, kocht viel, kocht für die Familie. Regionalität ist natürlich hier auch an einem eher ländlich gelegenen Standort ein Riesenthema. Das Strohschwein darf auf keinen Fall fehlen, ist einfach schon wegen der Haltungsart extrem akzeptiert. Auch das Simmentaler Rind, das wir hier aus der Nähe beziehen, oder der Almochse. Knapp 50% von unseren Umsätzen kommen aus der Wurst. Natürlich sehr viel in Bayern. Weißwürste sind natürlich vom Schälkopf hier ein großer Lieferant, der das genial macht. Wir haben aber auch andere kleinere Lieferanten, die uns mit tollen regionalen Produkten beliefern. Also wir kaufen ja tolle Produkte ein aus der Region und am meisten Spaß macht es meinem Metzgermeister, dem Herrn Wittel und seinem Team natürlich, diese tollen Produkte dann auch weiter zu verarbeiten und noch tollere Sachen draus zu machen. Wenn die Theken so gebaut sind, wie sie mein Metzger baut, dann komme ich eh schwer dran vorbei, Großeinkäufe zu tätigen, aber mein persönlicher Favorit sind auf jeden Fall die Lammspieße. Wir produzieren selber Leberkäse, wir produzieren selber verschiedene Sorten von Bratwürsten, machen selber Burger-Patties oder Fleischpflanzerl. Natürlich verkaufen wir viele Spezialitäten, viel einfach spezielleres Fleisch, zum Beispiel das US-Beef. Auch Dry-Age ist ein großes Thema. Wir kaufen das zum Beispiel jetzt in einer wahnsinnig guten Qualität ein. Deswegen haben wir uns auch dagegen entschieden, hier selber mit einem Reifeschrank zu arbeiten. Wir sind Kaufleute, wir wollen damit ja auch Geld verdienen.